Boah, jetzt kommen die Grünen aber mit ihrer Abschiebeverhinderungspolitik voll in Erklärungsnot. So zum Beispiel in Sachen IS-Anhänger, die Dörfer in der Nähe von Würzburg, denke ich, unsicher machen und die man deshalb nicht abschieben kann, weil sie da in größter Gefahr sind. Aber die Grünen nicht nur durch Biergenuss am Ende und am Boden werden auch hier Argumente finden, so wie zum Beispiel Assad sagt sowieso nicht die Wahrheit, denn wenn die Amerikaner sagen, er ist böse, dann ist er auch für die Ampel und insbesondere die Grünen böse.